Liebe Zuschauer, ich begrüße ganz herzlich hier aus dem schönen Jägerwinkel am schönen Tegernsee. Ja, schon die 32. Sendung des Münchner Medizin Talks. Immer mit den beiden Spitzenorthopäden Dr. Martin Marjanovic, Dr. Willibald Walter. Heute haben wir ein Thema, das sicherlich viele, viele unserer Zuseher interessiert. Es geht um Hüftschmerzen, es geht um die Hüfte. Die Hüftschmerzen gehören zu den am weitesten verbreiteten Gelenkschmerzen. Sie sind für Patienten ohne ärztliche Unterstützung schwer zu beurteilen. Ist es tatsächlich so? Dr. Walter. Der Hüftschmerz an sich ist leicht zu beurteilen. Man klagt in der Regel über Anlaufschmerzen. Was heißt das, Anlaufschmerz? Anlaufschmerz heißt nichts anderes wie, man steht auf, es zwickt in der Leiste, es tut im Hüftbereich weh, dann geht man ein paar Schritte und die Schmerzen werden weniger. Das ist so die klassische Symptomatik eines Hüftschmerzes. Tritt eher im Alter auf, so ab 60 Jahre, ist aber an sich relativ gut behandelbar. Über die verschiedensten konservativen Maßnahmen. Der Patient klagt im fortgeschrittenen Dasein dann über Nachtschmerz, über einen Ruheschmerz. Sehr spannend, darf ich mal einhaken? Es ist ja tatsächlich so, Ihr Orthopäden unterscheidet ja immer Tagschmerz, Nachtschmerz. Woher kommt sowas? Ja, es ist nach wie vor, es ist ja so, die Diagnose wird ja gestellt über die Schilderung der Beschwerden. Ich meine, das Bild auch an der Hüfte bedeutet ein Bild, dass man eine Arthrose hat, die ja wir alle irgendwann mal bekommen, bedeutet ja noch nicht, dass das die schmerzverursachende Ursache ist. Sondern das bedeutet nur, da hat man ein Bild und wenn man jetzt wissen will, ist dieses Bild auch ursächlich für die Beschwerden, dann muss man mit dem Patienten vorher reden. Das ist nicht anders als an der Wirbelsäule. Und wir erleben ja jede Woche Patienten, die aufgrund eines Bildes an der Hüfte operiert worden sind. Und die Beschwerden haben sich nicht geändert, weil auch der Hüftschmerz, ich meine, wir haben jetzt gerade von dem Arthrose-Schmerz gesprochen, wenn wirklich die Hüfte, der Anlaufschmerz ist ja typisch, wenn die Hüfte auch wirklich vom Verschleiß her verursachend ist. Aber an der Hüfte kann die Wirbelsäule wehtun, an der Hüfte kann Schleimbeutel wehtun, an der Hüfte kann auch wehtun ein Knieverschleiß, der über die Muskulatur in die Hüfte weitergeleitet werden. Also nicht alles, was an der Hüfte wehtut, bedeutet, dass das auch der Verschleiß der Hüfte ist. Auch Problematik am Rücken kann Hüftschmerzen machen. Das Kreuzbein-Darmbein-Gelenk, das wohl jeder von den Zuschauern auch schon mal gespürt hat, demzufolge kennt, Bandscheibenvorfall, all das kann von orthopädischer Seite einen Hüftschmerz machen. Nicht zu vergessen, eine weiche Leiste oder ein gynäkologisches Problem, ein urologisches Problem, Harnstein, all diese Dinge gilt es dann, wenn die Beschwerden nicht orthopädisch abgeklärt werden können, weiter zu untersuchen. Also es ist sehr vielschichtig, der Hüftschmerz. Welche, Dr. Walter, welche Bedeutung hat die Hüfte für uns in der Fortbewegung als Menschen? Es ist ganz einfach. Es ist die Verbindung zwischen unteren Extremitäten und im Prinzip Wirbelsäule, Becken. Das heißt, von oben tritt eine Stauchung auf. Und von unten. Und dadurch ist es im Endeffekt das erste Bewegungsgelenk, wenn man jetzt mal dann das Knie außer Acht lässt. Aber es ist die Verbindung zwischen Wirbelsäule, Druck von oben, Stauchung von unten und demzufolge entscheidend für die Bewegung. Das ist ja unglaublich. Ich beobachte oft, wenn ich am Flughafen sitze und irgendwie eine Wartezeit habe, dann beobachte ich die Gangart der Menschen. Und es ist extrem, wie mir als natürlich Laie auffällt, wie Menschen manchmal auch Entengang haben oder eben einfach so ein bisschen einknicken. Das sind natürlich alles Themen, die mit dem Thema Hüfte zu tun haben. Wo man die Hüfte nicht ausschließen kann. Okay. Aber wie ich vorhin auch schon gesagt habe, das kann eine Nervenschwäche durch einen Bandscheibenvorfall sein. Das kann eine muskuläre Schwäche sein. Das kann eine Beinlängendifferenz sein, wo das eine Bein länger ist als das andere. Wo es dann auch zu entsprechenden Gangverhalten kommt, was dann Ihnen zum Beispiel am Flughafen auffällt. Da gibt es die verschiedensten Einflüsse. Herr Dr. Marjanovic, was sind denn so die häufigsten Hüftbeschwerden der Menschen? Ja, der Hüftschmerz, aber die Ursachen, ich würde mal sagen, sind 50-50. Mhm. Also deswegen muss man genau differenzieren,
ist der Hüftschmerz oder ist die Art des Schmerzes auch wirklich verursacht durch die Hüfte? Oder ist es, und da würde ich sagen, das ist bei 50% der Patienten in etwa, ich habe jetzt keine genaue Statistik, aber ich würde es einfach sagen, bei 50% der Menschen ist es eigentlich ein Schmerz, der sich in die Hüfte hineinprojiziert, der aber eigentlich verursacht wird durch ein Rückenproblem. Zum Beispiel typischerweise ein Wurzelreiz zwischen vierten und fünften Lendenwirbel macht eher Beschwerden im äußeren Hüftbereich. Zwischen dem fünften und dem ersten Sakralwirbel, also F5 ist 1, macht oft Leistenschmerzen. Und die Schwierigkeit ist, weil den Leuten wird ja, man darf ja eines nicht vergessen, ab einem bestimmten Alter finden sie bei jedem irgendeinen Verschleiß. Ja. Auch an der Hüfte. Das ist ja normal. Ich meine, Sie können auch nicht Auto 20 Jahre fahren und sagen, also die Kugellager schauen aus wie aus der Fabrik. Was aber noch nicht gleichbedeutend ist, dass das auch das Schmerzverursachende ist. Und ich denke, die Kunst besteht wirklich darin, heute habe ich einen Patienten aus Bonn gehabt und da war das auch so, dem ist die Hüft-OP empfohlen worden. Aber wenn man mit dem redet, hört sich das nicht so ganz hüfttypisch an. Aber ist ja spannend, ist ja spannend. Wenn Sie sagen, wenn ich mit dem rede, dann hört sich's nicht. Das ist ja Ihre Erfahrung. Sie haben ja Tausende von Fällen diagnostiziert und Sie haben ein unglaublich in Ihrer Klinik auch. Ihr habt ein unglaubliches Wissen. Das ist ja ganz wichtig, weil gerade bei der Hüfte, bei der Wirbelsäule, kann man ja unglaubliche, Fehldiagnosen hervorrufen. Das ist auch das Schöne in der Medizin. Ich sage, in der Medizin wird ein Computer nie einen Arzt ersetzen können, weil die Erfahrung von 30, 32 Jahren... Starker Satz. Ja, das ist so. Weil Sie können es nicht standardisieren. Ja. Medizin ist nicht standardisierbar, man versucht zwar, aber im Grunde, hat mein alter Chef immer gesagt, in der Medizin gibt es nie ein Immer und jeder Mensch ist anders und das stimmt auch. Und die Kunst ist es einfach herauszuhören und nach wie vor schaue ich mir auch bei den Hüftpatienten nicht zuerst das Bild an, sondern ich höre mir erst mal an, wie die Art der Beschwerden sind. Wir haben ja darüber geredet. Ist es in der Nacht? Ist es mehr am Tag? Ist es beim Anlaufen? Ist es beim lange Gehen? Ist bei Stress? Und daraus kommt schon eine Verdachtsdiagnose und dann macht man das Bild und dann muss man schauen. Und dann haben wir ja oft die Sache, dass wir sagen, Mensch, das hört sich an so, da ist ein bisschen Rücken und da ist ein bisschen Hüfte, was ja oft auch zusammenkommt, weil der Körper kompensiert das eine. Ich sage dann immer so schön, Sie haben Läuse und Flöhe. Sie haben Läuse und Flöhe. Und dann muss man, ganz einfach erklärt. Und dann muss man herausfinden, was quält den Menschen eigentlich mehr? Sind es die Läuse oder die Flöhe? Und dann müssen es einmal die Läuse vernichten und dann müssen es die Flöhe vernichten. Und dann erzählt Ihnen der Patient eigentlich, was die Diagnose ist. Und dass nicht das passiert, was bei vielen passiert. Die einen werden am Rücken operiert und der Schmerz bleibt trotzdem, weil es eigentlich die Hüfte war. Und bei den anderen, die werden an der Hüfte operiert und der Schmerz bleibt, weil es eigentlich der Rücken war. Also es gehört im Prinzip immer alles abgeklärt. Aber der Satz mit dem Computer vorher war ganz schön. Es wird ja seit geraumer Zeit auch Computer bei Implantaten bei künstlichen Gelenken eingesetzt, aber es hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Wieso? Weil die Routine und die Erfahrung eines Operateurs oder in dem Fall eines Operateurs unbezahlbar ist. Ganz im Gegenteil. Deshalb ist es absolut sinnvoll, da nicht auf Computer zurückzugreifen. Richtig. Nun wissen wir aus vielen, vielen Büchern, Sie haben gerade wieder ein neues Buch aufgelegt, Sie wissen, die Schmerzen am Rücken können einen Menschen verrückt machen. Also sie sind immer da oder sie gehen mal ein bisschen oder wenn man ein Gläschen Rotwein trinkt, dann sind sie wieder besser oder so. Aber sie sind ja auch irgendwo Schmerztherapeuten. Sie verstehen viel von Schmerz. Beschreiben Sie doch mal, Herr Dr. Walter, wenn Patienten bei Ihnen jetzt mit Rückenproblemen kommen, mit Hüftproblemen und Sie laden jetzt den Schmerz bei Ihnen ab. Ich bin gerne bei Ihnen, wenn es bei mir mal zwickt, aber Sie hören gut hin und dann kommt die richtige... Ja, das ist genau das Stichwort. Ja? Sie hören gut hin. Zuhören. Ja? Zuhören. Der Patient ist nicht nur dankbar, dass man zuhört, der Patient ist dankbar, wenn man sich die Anamnese erzählt. Er lädt ja ab. Nein, das tut er am Anfang nicht. Ja. Man gewinnt Vertrauen. Ja. Das hängt ja
auch schon damit zusammen, wie setze ich mich dem Patienten gegenüber hin? Setze ich so? Ja. Nehme ich eine Abwehrhaltung ein? Oder setze ich mich offen hin und wende mich zu dem Patienten? Wir hatten erst neulich, darüber haben wir beide philosophiert, das ist jetzt ein chinesischer Patient gewesen. Aber ich habe die Körpersprache über zwei Behandlungen mitbekommen und wir haben uns darüber unterhalten und das war eine Meinung. Die Körpersprache sagt unglaublich viel aus und dann lernt der Patient auch ganz schnell zu vertrauen. Wichtig ist, dass ich ihm zuhöre, dass ich ihn auch gut untersuche und dass er das Gefühl hat, man nimmt ihn ernst. Wir hören ganz oft in der Sprechstunde, wie ich muss mich ausziehen. Ja, natürlich müssen Sie sich ausziehen, ich will Sie ja untersuchen. Und das sind Dinge, die der Patient schätzt und dann öffnet er sich und dann kann man ihn auch gut behandeln, weil dann vertraut er ihm. Das nun jetzt, wenn ich das nochmal sagen darf, Dr. Marjanovic, wenn man Sie erlebt in der Praxis, Sie sind ja wirklich ein Visionär der Orthopädie. Sie kommen raus, Sie lachen, Sie, die Türen fliegen, Sie kommen von eins nach links und Sie sind aber immer auch wieder beim Menschen. Ja? Ach, das ist, weil es Spaß macht. Ja. Aber wir haben gerade darüber jetzt rede ich Neudeutsch. Also es gibt ja die Domain und es gibt den Claim. Unser Claim ist ja Zeit für Gesundheit bei uns in unserer Medizin. Und ich denke, das ist das Entscheidende, was leider in der Medizin immer kürzer kommt. Bilder, Therapien und das Gespräch und die Beziehung zum Patienten fällt dabei runter. Das ist ein großes Problem unseres Gesundheitssystems, wiederhole ich immer wieder. Ich habe morgen gibt es eine Podiumsdiskussion, da bin ich ja gespannt, auch mit dem Gesundheitsminister. Es ist wirklich so, wir werden oft als old-fashioned bezeichnet. Zum Beispiel, ich bin ja jetzt kein Computerschreiber. Also erstens bin ich jetzt nicht so besonders computeraffin, aber es gibt ja ganz große Untersuchungen, dass wenn Sie zum Beispiel immer gleich am Computer schreiben, dann sind die Augen 70% auf dem Computer und maximal 30% beim Patienten. Das geht ja schon überhaupt nicht. Das geht schon gar nicht. Wieder ein Starker. Ich habe immer einen Zettel, das ist sehr, sehr altmodisch mit einer Karte und da schreibe ich mit, aber dann habe ich immer die Beziehung zum Patienten und die ist entscheidend und ich schaue nicht immer auf dieses Teil. Und ich habe zum Beispiel auch nicht, was oft gemacht wird, dass eine medizinische Fachangestellte immer dabei sitzt und parallel schreibt. Wenn Sie das natürlich haben, entsteht kein persönliches Verhältnis. Das hemmt den Patienten, ja? Absolut. Und gerade wenn es um Schmerzen geht, die ja auch etwas sehr Subjektives sind, das ist ja, wir wissen und die ja nicht aufhören, die Dauer sind. Ja, Dauer sind und die kommen und gehen und wir wissen gar nicht warum, muss auch eine gewisse Offenheit da sein. Und wenn eine dritte Person im Raum ist, dann haben Sie es schon nicht. Und aber dafür, das ist ja in seinem Buch auch hervorragend beschrieben, welche entscheidenden Einfluss der Kopf hat bei Schmerzen. Ja. Und auch das Verhältnis zwischen Patient und Therapeut. Verstehen Sie? Wenn da kein Vertrauen da ist, dann brauchst du gar nicht anzufangen zu therapieren. Aber darf ich mal an die Spitzenorthopäden jetzt mal etwas sagen? Es gibt ja unglaublich viele Dinge, wo man sagt, ja, ich habe eine neue Hüfte bekommen und das ist ja auch, was Sie ja auch mit Ihrem Rücken, mit Ihrer großen Rückerfahrung immer wieder sagen, es wird einfach zu viel, ich sage jetzt mal, Ersatzteilmedizin gefahren. Ja? Also eine neue Hüfte, das ist ja jetzt im Grunde keine kleine Operation. Ja? Wie stehen Sie denn zu diesen Dingen, dass man sagt, naja gut, die Physiotherapie, die hat jetzt nicht geholfen oder so, sondern... Also die gute und die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, es gibt unglaublich viele konservative Maßnahmen, wie auch für den Rücken, wie auch für das Knie. Die schlechte ist, wie Sie gerade gesagt haben, es wird immer noch zu früh operiert. Darum wieder die gute Nachricht. Das Hüftgelenk an sich ist die Operation oder der Gelenkeinsatz, mit dem besten Ergebnis. Absolut. Langzeitmäßig. Ja. Absolut. Da haben Sie natürlich auch die richtigen Netzwerke, wenn es so ist. Ja, wir haben, also, ich meine, das Hüftproblem fängt zum Teil mit Geburt an. Schiefstellung und so weiter. Ja, so meine Generation, ich bin der Erste, der Hüftuntersuchungen, Ultraschalluntersuchungen standardmäßig bekommen hat. Echt? Davor nicht, ja? Ich war die erste Generation, die überhaupt damit angefangen hat, die Babys zu untersuchen. Wir haben damals in unserer Klinik 3000 Hüftuntersuchungen im Jahr gemacht. Das heißt,
diese Hüftdysplasie ja. ist eigentlich nach und nach am Aussterben. Ja. So, wir haben natürlich noch Patienten, die diese Hüftdysplasie haben, die vor 3 Jahren auch im hohen Alter, oder? Nein, eine mitteljunge Patientin, okay. die sehr viel für ihren Körper tut, wo 99 von 100 Orthopäden sagen würden, die gehört operiert. Die hat 90% weniger Beschwerden unter konservativer Therapie. Wir wissen, von wem ich rede. Und der geht's gut. Ja. Aber die macht was für ja. sich. Ja. Die treibt Sport, ja. die geht ja. zum Personal Training, die geht zum Fitness. Und das hat nicht nur mit Geld zu tun, sondern das ist der persönliche Einsatz. Absolut. Und das ist das Entscheidende. Ja. Und auch bei der Hüfte, also gut, bei also wir haben ja bei uns, sowohl hier am Tegernsee als auch in München, den Ruf, dass wir ja sehr operationskritisch sind. Das muss man auch in einem Land wie Deutschland sein, ja. in dem ja wir überall, was die Operationshäufigkeit angeht, Weltmeister sind. Und das ist natürlich bei den Hüften auch nicht anders. Also die Hüftoperationen haben sich auch haben zugenommen. Lässt sich auch nicht nur demografisch, also mit dem Älterwerden begründen. Und vor allen Dingen, die Operierten werden immer jünger. Jetzt muss man natürlich auch bei der Hüfte sagen, die Logik darf man nicht verlassen, dass eine Operation immer erst die Konsequenz einer gescheiterten konservativen Therapie ist. Wir machen ja sehr viel auch konservativ, geben Einspritzungen, Physiotherapie, Einspritzungen von Hyaluronsäure in die Hüften. Das ist in vielen Fällen sehr erfolgreich. Also man darf sich vom Bild nicht abschrecken lassen. Eine ganz banale Einlagenversorgung kann die Statik einer Extremität so verändern, dass der Patient beschwerdearm ist. Genau. Eine Einlage. Ganz einfaches, eines der ältesten Tools. Also Einlage wo? In Schuheinlage. Eine Schuheinlage ist eines der... Sie machen auch G-Analysen. Ja, klar. Eine Einlage ist eine der ältesten Tools in der Orthopädie. Und aber sie wird viel zu selten verwendet. Und ja, das System ist natürlich operationslastig. Und eine gute Physiotherapie, eine gute Manualtherapie, das... Eine Einspritzung in die Hüfte. Und man darf ja eines nicht vergessen, und das ist nach wie vor das A und O. Entscheiden, ob man sich an der Hüfte operieren lässt, tut nur ein einziger, und es ist der Patient. Selbst. Aufgrund eines Bildes zu sagen, das muss man operieren, ist eigentlich eine Lüge. Operieren muss man es dann, wenn man alle konservativen Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Und wenn der Patient sagt, so kann ich nicht mehr leben. Wenn wir da so über einen Zeitraum mal reden, was sind das, so 2 Jahre? Bis, das kann man nicht sagen. Also ja. ich meine, im jugendlichen Eifer, als ich angefangen habe, habe ich den Leuten gemeint, Prognosen abgeben zu müssen. Also in 2 Jahren wird die operiert werden müssen, in 5 Jahren. Und dann kamen die nach 10 Jahren, sind immer noch gelaufen. Wobei ich das aber auch falsch denke, dass es nicht richtig ist, dem Patient ein Zeitfenster mit auf den Weg zu geben. Weil die halten sich daran. Und sind dann enttäuscht, wenn es dann nicht klappt. Sie warten dann. Der Doktor hat gesagt, das hält 2 Jahre, jetzt habe ich immer noch keine Schmerzen. Ja, genau. Und dann gab es Patienten, wo ich gesagt habe, wissen Sie was, wir probieren es mal, was ja eh schon falsch ist, wir machen jetzt mal, und die kamen nach 10 Jahren wieder daher mit ihrer schlechten Hüfte und sind immer noch in die Berge gelaufen. Aber man muss eines sagen, wenn man alles ausgeschöpft hat, der Patient sagt, so kann ich nicht leben, und sagt, also wissen Sie was, jetzt muss ich was machen, dann ist sicher die Hüftersatzoperation von allen orthopädischen Operationen die beste. Also von den Gelenkersätzen. Von den Gelenkersätzen, und die Leute sind ganz anders als in einer Wirbelsäule, wo das ja mehr oder weniger Schwarz-Rot-Roulette spielen ist und 50% besser werden, 50% schlechter oder gar nicht besser werden, sind die meisten an der Hüfte sehr zufrieden. Und ich bin da auch relativ großzügig. Ich sage denen auch ganz im Gegenteil, ich sage oft den Patienten, wissen Sie was, wir haben jetzt alles ausgeschöpft, Sie sind ein fitter Mensch, Sie genießen das Leben. Wegen einer Hüfte würde ich mir das nicht kaputt machen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Sie nach einem Hüftgelenksersatz zufrieden sind, liegt bei etwa 95%.
Und viele kommen dann auch und sagen, Herr Doktor, wissen Sie, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich schon früher gemacht. Aber ist ja gut, der Patient entscheidet. Aber dennoch, nach wie vor, keine Inflationierung, sondern erst die konservativen Möglichkeiten, die wir haben. Und dann schaut man mal. Ich war letztes Jahr auf einem Kongress, das war recht interessant. Habe ich einen Vortrag gehalten vor ungefähr 100 operativen Kollegen. Und dann habe ich ein Bild an die Wand geworfen von einer Hüfte und von einer Wirbelsäule mit deutlichem Verschleiß. Und dann habe ich in die Runde gefragt, wer würde da jetzt eher an Operation denken? Und dann haben sich 90% gemeldet. Und dann habe ich gefragt, würden Sie, wenn das die Bilder Ihrer Eltern sind, auch sofort an Operationen denken? Dann haben sich nur noch 10% gemeldet. Und das, finde ich, ist ein ganz wesentliches Kriterium, wonach wir aber auch handeln. Was mache ich mit meiner Mutter, zu der ich ein gutes Verhältnis habe, was ich auch immer von Patienten gefragt werde. Sehr gut. Wie würde ich meine Mutter behandeln? Und das sage ich auch oft. Ich sehe jetzt meine Mutter vor mir und so würde ich das meiner Mutter auch zugutekommen lassen. Ich glaube, das ist ein ganz wesentliches Kriterium. Was mir jetzt aus unseren... Um Operationen zu vermeiden. Was mir aus unseren jetzt gemeinsamen jetzt 32 Sendungen so gut gefällt, wir kennen uns ja auch zwischenzeitlich jetzt schon besser. Mhm. Sie sind ja schon auch Ärzte, die ja immer wieder den Mensch sehen. Sonst kann man keine Medizin machen. Ja, also wenn zu Ihnen Patienten kommen, bleiben Sie Menschen. Das ist so mein Gefühl. Obwohl man logischerweise in der Fachsprache sagt, das ist der Patient. Aber man hat das Gefühl, der Mensch ist da. Aber was mir auch so gut gefällt, speziell an Ihnen, Herr Dr. Marjanovic, und auch an Ihnen, weil Sie auch die Schule sehr gut leben und sie ausführen, Sie sind schon auch jemand, der sagt hier, Operation ist ein Risiko. Sie sind jemand, der nicht ein Querdenker, aber der, ich sage es jetzt mal bayerisch, sein Maul aufmacht und sagt, also Vorsicht, hier wird zu viel operiert. Und auch bei der Hüfte erscheint es mir schon manchmal, dass zu schnell operiert wird. Wie sehen Sie das? Wir haben ein Grundproblem bei uns in unserem System und es ist, dass viel zu viele Bilder behandelt werden. Das heißt, es wird wenig gesprochen. Und es wird aufgrund von Bildern werden Indikationen gestellt, was in der Orthopädie ein ganz grundsätzlicher Fehler ist. Weil im Endeffekt behandelt man den Schmerz. Und ob der Schmerz erträglich ist, jenseits des Bildes, entscheidet nur ein einziger und das ist der Patient selber. Aber die Leute werden natürlich auch in OPs getrieben, das muss man einfach so sehen, weil das System, die konservativen Therapien einfach auch an Hüften ganz anders vergütet als eine Operation und die orthopädischen Abteilungen meistens die sind, die auch die Krankenhäuser überhaupt am Leben halten. Und deswegen wird schnell und meiner Ansicht nach überschnell in vielen Fällen operiert. Ich denke, ein wesentliches Kriterium ist auch die Psyche. Wenn Patienten vor mir sitzen, die sagen, ich habe einen Vorfall, ich muss operiert werden. Die kommen für eine zweite Meinung. Denen wird im Endeffekt ein Floh ins Ohr gesetzt mit einer Diagnose. Sie haben eine, da kann man nur noch operieren. Zweite Frage ist von mir, ist schon mal was konservativ gemacht worden? Nein, weil es muss ja operiert werden. Das ist, der Patient wird auch falsch gebahnt. Und da kann man auch noch mal auf das Buch, das kürzlich eben erschienen ist, zurückverweisen. Da ist die Psyche eigentlich das wesentliche Element des Patienten. Und wenn ich an die Psyche komme... Und sie stabilisiere auch. Genau, und ich lerne, einen Patienten zu führen, ich gebe ihm Vertrauen, ich führe ihn, ich versuche, harte Worte weich zu machen. Und ich kläre ihn auch wirklich auf über die Realität. Richtig. Auch über die Risiken. Heute war es wieder so. Ich meine, das Erste, was einem die Leute in die Hand geben, wenn sie in die Praxis kommen, sind die Bilder. Und das Zweite sagen sie, ich mach's kurz. Und das ist da ist das System auf den Kopf gestellt. Und ich schaue mir die Bilder überhaupt nicht an. Ich sage dann immer, jetzt erzählen's doch erstmal. Denn erst mit dem, was der Patient erzählt, und das ist an der Hüfte ja auch nicht anders, kann ich überhaupt das Bild beurteilen. Passt das, was er erzählt, zu dem Bild, was ich da sehe? Oder habe ich den Verdacht, dass das vielleicht gar nicht daher kommen könnte? Und ich habe heute einen Patienten aus Bonn gehabt, der hat eine kaputte Hüfte im Bild, der hat aber auch einen schlechten Rücken im Bild.
Und eigentlich von der Schilderung war nicht so ganz klar. Also haben wir jetzt eines gemacht. Wir haben einmal ihn jetzt die Hüfte behandelt. Heute habe ich ihm den Rücken behandelt. Und dann kommt er wieder und dann wird er mir sagen, wissen Sie was, das und das hat mir den Schmerz genommen und das nicht. Und dann geht auch nicht das Risiko ein, dass er eine OP hat und hinterher dasselbe Krankheitsbild weiterbestellt. Und das haben wir immer wieder. Und dann haben wir natürlich auch diese Subspezialisierungen. Das heißt, man schaut ein bisschen so mit dem Rohr ins Gebirge. Das heißt, der eine schaut immer nur auf die Hüfte. Und wenn er aber sieht, sagt er, die Hüfte löst das Problem. Der andere schaut nur auf den Rücken und sagt, wenn ich den Rücken, da ist da das Problem. Die Subspezialisierung ist zwar gut, was die Therapie angeht, aber sie ist nicht ideal, was die Diagnose angeht. Da gehört eher der Generalist hin als der ganz absolute Spezialist, der auch mal sagt, das passt nicht, ich glaube, es ist wirklich die Hüfte. Wobei viele Patienten da selber ein gutes Gespür haben. Die werden aber dann einerseits in die Operation getrieben, anstatt ehrlich zu sich oder vielleicht auch gegenüber dem Orthopäden zu sein und zu sagen, ich hole mir eine zweite Meinung ein. Und jeder Orthopäde würde das zulassen, wenn zu mir das ein Patient sagt, sage ich gerne. Weil ich bin mir meiner Sache sicher, aber der Patient fühlt sich vielleicht sicherer, wenn er noch eine zweite Meinung hat. Herr Dr. Marjanovic, Herr Dr. Walter, vielen herzlichen Dank. Gerne. Sie haben etwas Schönes gesagt. Kollegen schauen auf den Rücken, auf die Hüfte. Sie schauen auch auf beides, aber Sie schauen auch auf den Menschen. Vielen herzlichen Dank, liebe Zuschauer. Wir sehen uns wieder beim nächsten Medizintalk und bis dahin noch einen schönen Tag.